Bianca, wir sind live. Einen wunderschönen guten Abend an dich, Bianca. Ich begrüße dich gleich nochmal ganz offiziell. Super, danke schön. Und jetzt noch einen wunderschönen guten Abend in die Gruppe Entdecke und lebe deinen Seelenplan. Ihr Lieben, wenn ihr uns gut sehen und hören könnt und zumindest mich zunächst mal hören könnt, ich bin gerade die Erste, die hier spricht, gebt gleich weiter an die Bianca. Aber dann schenkt uns doch gern mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein. Da freuen wir uns drüber. Oder irgendwelche Smileys. Die erste, die hier spricht. Ja, scheint zu funktionieren. Wunderbar. Gut, also einen wunderschönen guten Abend an euch alle. Schön, dass du dabei bist. Und jetzt begrüße ich nochmal ganz, ganz herzlich hier und freue mich so sehr, hier überhaupt zu diesem Interview heute begrüßen zu können. Ich freue mich auch riesig auf das Gespräch mit dir. Liebe Bianca Gruber, ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Danke auch für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich heute da sein kann und ein bisschen was erzählen darf. Ja, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Es geht um das Thema raus aus dem Hamsterrad, rein in ein erfülltes Leben. Du wirst da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was du alles ganz, ganz Tolles gewuppt hast, was sich alles geändert hat. Und ich habe es ja auch schon angekündigt, du machst etwas ganz, ganz Besonderes, was wir herausgefunden haben, womit du deine Botschaft daraus in die Welt trägst. All diese Dinge werden wir mit dir heute Abend hier teilen. Ihr dürft natürlich auch gerne Fragen stellen. Auch da werde ich nachher hier auf meinem Handy nochmal schauen, ob Fragen sind, gehen wir auch noch gern drauf ein. Und Bianca, jetzt gebe ich an dich gerne ab. Wer bist du? Erzähl doch mal ein bisschen was, wer du bist, wo du lebst, wie du lebst, damit unsere Zuschauer da mal ein bisschen einen Einblick gewinnen. Ja, also hallo nochmal. Ich bin Bianca Gruber. Ich komme aus dem wunderschönen Oberösterreich, wohne hier auch ganz idyllisch auf einem Pferdehof mit meiner Familie, meinem Mann, meiner Tochter, unseren drei Pferden, Hund und Katz und alles, was dazugehört. Und direkt hinter unserem Haus ist das größte Waldgebiet Österreichs, also der Rand dazu, wo man natürlich perfekt auch mit den Pferden unterwegs sein kann. Also die Idylle pur. Also du lebst da, wo andere Urlaub machen, kann man so sagen. Genau, ne? So ist es, genau. Ja, wie schön, wie schön, wie schön. Ja. Und Full House kann man sagen, ne? Absolut. Es gibt immer was zu tun bei uns. Es wird nie langweilig. Ja, ja, schön. Das Thema ist ja raus aus dem Hamsterrad, rein ins Traumleben. Und wir werden ja heute auch darüber sprechen, was deinem Seelenplan entspricht, was du da inzwischen kreiert hast, wobei ich dich unterstützen durfte. Und du warst ja auch vorher schon mal selbstständig. Genau. Magst du da mal ein bisschen was, weil ich weiß, hier in der Gruppe sind einige selbstständig, auch schon selbstständig gewesen, auch jetzt aktuell selbstständig mit einem mäßigen Erfolg. Magst du da mal ein bisschen was von dir erzählen? Ja, sehr gerne. Also bei mir war es so, ich habe Sprachen studiert und habe eigentlich das Lehramt gemacht, wollte aber nicht gleich in die Schule gehen, wollte einfach Erfahrungen sammeln, raus in die Welt und habe dann eine Stelle angefangen im Export in einem großen Unternehmen. Mhm. Bin aber dadurch auch nicht wirklich rausgekommen, sondern das war eher eine Innendienststelle mit wahnsinnig vielen Überstunden. Und das hat mir eigentlich nach relativ kurzer Zeit, wo das Ganze dann zur Routine und zum Alltag geworden ist, nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und ich bin immer wahnsinnig gern gereist und ich wollte das einfach kombinieren auch mit meinem Sprachstudium, das ich ja gemacht habe, und habe mich dann mit einer Sprachschule selbstständig gemacht, wo ich auch Sprachreisen angeboten habe, und bin da ja sehr, sehr mit absolut riesengroßer Motivation und auch sehr, sehr blauäugig reingegangen und habe wahnsinnig viel auch investiert in Marketing. Also da sind wirklich Unsummen geflossen an Marketingausgaben, bevor ich überhaupt einen Cent verdient hatte, und hatte auch ein großes Büro zu bezahlen und, also jede Menge Auslagen. Und der Erfolg wollte sich tatsächlich nicht wirklich so einstellen, wie ich mir das erhofft hatte, wie ich mir das gewünscht hatte.
Und ja, ich habe mir auch da selber eine Frist gesetzt. Ich habe gesagt, es muss innerhalb von 3 Jahren laufen, weil sonst macht es einfach für mich keinen Sinn. Und es war eben leider nicht so, einfach auch aus dem Grund, denke ich jetzt mal, weil man ja nicht lernt, in unserem Schulsystem auch selbstständig zu sein. Da sind ja auch bestimmte Fähigkeiten damit verbunden, die man da lernen darf. Und wenn man da einfach reinspringt, und umso schöner ist es jetzt das zweite Mal bei meinem zweiten Versuch, den ich ja gerade, ja, ich mache gerade meine ersten Schritte da, auch meine ersten Erfolge einzuheimsen. Und umso schöner ist es da, dass man einfach weiß, okay, ich habe jemanden, dass ich nenne die Irmgard da immer so, das ist so mein Zirkusnetz. Ich kann ausprobieren, ich kann machen, ich kann tun. Ich habe jemanden, der mir da mit Rat und Tat zur Seite steht. Und ich weiß in Wahrheit, es kann nichts passieren. Und da ist man natürlich auch viel experimentierfreudiger bei der ganzen Geschichte und hat auch schon einen riesengroßen Rucksack an Know-how mit, um das Ganze umzusetzen. Und das hatte ich ja beim ersten Mal einfach nicht und war da völlig auf mich allein gestellt. Und dementsprechend habe ich das dann nach den 3 Jahren eben beendet und ja, bin wieder. Habe dann auch meine Tochter bekommen, also war dann in Karenz und ja, bin dann wieder ins Angestelltenverhältnis auch zurückgekehrt, weil ich dadurch, das hat mir wirklich einen so großen Schrecken eingejagt, dieses Gefühl, dass man nicht weiß, wie man seine Rechnungen zahlen soll. Und man hat so das Gefühl, es kommen irgendwie nur Rechnungen rein, aber man schreibt selber viel zu wenig Rechnungen. Und da habe ich mich dann nicht mehr getraut und bin dann einfach in meinem geschützten Bereich geblieben, der mich aber ja letztendlich nicht wirklich erfüllt hat, wo ja. Ja, wie war denn dieses Gefühl des Nicht-Erfüllt-Sein? Warst du da einfach nur unzufrieden oder wie können sich unsere Zuschauer das vorstellen? Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Ja, also bei mir ist es so, ich bin ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch, wie eben vorher schon erwähnt. Ich reise gern, ich bin gern unterwegs und ich hatte so das Gefühl, dass ich ausgeliefert bin, dass ich mir jetzt so, ich bin einfach, so habe ich es mir selber immer erklärt, ich bin ein paar Mal falsch abgebogen und das ist jetzt das Resultat und mit diesem Resultat muss ich halt einfach leben. Und das ist natürlich ein Gefühl, ich glaube, das mag niemand und für mich war es einfach wirklich frustrierend. Ich hatte so das Gefühl, diesen ganzen Tag im Hamsterrad gefangen zu sein, dass ich den ganzen Tag, ich habe einen ganz klar strukturierten Tag gehabt und der fängt um 5 Uhr morgens an und der endet abends um 8 oder 9. Und da war auch kein Platz mehr für Dinge, wo ich mich selber verwirklichen konnte auch. Also das war einfach, ich habe die Bedürfnisse all jener erfüllt, für die ich verantwortlich bin. Und gerade mit Hof sind das natürlich einige. Und abends bin ich einfach todmüde ins Bett gefallen. Also auch nicht mehr, keine Energie mehr, um irgendwie ein Buch zu lesen oder mal einen schönen Film anzuschauen oder dergleichen. Ja. Also so richtig in der Gelebtwerden-Falle drin gewesen. So habe ich das Genau. bei mir früher immer bezeichnet, ne? Ja, genau, dieses Morgen, Funktionieren. Ja. ja, morgens aufgewacht und gedacht, oh Gott, was steht heute hier schon wieder alles an? Wie soll ich das nur alles schon wieder wuppen? Nur ja nicht denken, einfach nur funktionieren, um dann abends wieder platt ins Bett zu fallen, ne? Und unzufrieden. Ja, genau so ist es. War Ja. das früher bei dir auch so? Also bei mir war es so, dass sich das natürlich auch auf die Beziehung ausgewirkt hat und auch auf die Kinder ausgewirkt hat. Und dann ist man dann auch schon mal außer sich geraten und denkt dann im Nachhinein, hätte jetzt nicht müssen sein. Und dann tut es einem bitter leid. Und dann ist man zusätzlich in diesem Kreislauf noch drin. Wie war das bei dir, Ja, Bianca? klar. Also das kann ich nur bestätigen, natürlich, weil man letztendlich diese Tatsache, diese Gelebtwerden-Falle, wie du es so schön nennst, führt ja letztendlich dazu, dass man unzufrieden ist, dass man frustriert ist, dass man vor allem auch unzufrieden mit sich selbst ist, weil man ja das Gefühl hat, man möchte ja sein Leben selbst bestimmen und selbst entscheiden, welche Dinge man tut oder nicht. Und klar, dann ist es natürlich so, die Ersten, die es abkriegen, das ist leider die Familie, das ist einfach der engste Kreis. Und die spüren das natürlich. Und dann gibt es auch so wie du gesagt hast, diese Ausbrüche, wo man einfach sagt, okay,
gebe mir einfach mal eine halbe Stunde für mich, obwohl die natürlich am wenigsten dafür können. Die meinen es ja auch nur gut mit einem. Ja. Aber es ist einfach, ja, es ist das Fass voll bis zum Überlaufen und da geht dann einfach nicht mehr. Ja, ja. Und ging es ja auch so wie mir. Ich habe auch immer gedacht, ich will eigentlich meinen Kindern was anderes mit auf den Weg geben, als dass sie irgendwann das nachleben, was ich gerade hier mache. Ja, genau. Genau, das ist natürlich, und gerade meine Tochter, die wird jetzt in 2 Monaten 5. Das ist natürlich auch eine Phase, wo sie extrem viel aufnehmen und ungefiltert aufnehmen. Mhm. Und da habe ich mir natürlich oft die Frage gestellt, so, okay, welches Vorbild gebe ich da gerade für sie ab? Weil auch diese Qualitätszeit, die man mit dem Kind verbringen möchte, die war ja dann auch oft nicht da, sondern das war ja, sie war genauso gefragt wie ich, in diesem Hamsterrad mitzulaufen. Und da war wenig Zeit dann auch für sie übrig letztendlich. Ja. Und ich, so ein Leben wollte ich natürlich für sie, also so eine Kindheit wollte ich für sie nicht. Und auch das Vorbild wollte ich für sie nicht sein. Ich wollte immer, dass sie auch ein freiheitsliebender Mensch wird, dass sie den Gedanken hat und das Gefühl hat einfach, sie kann alles erreichen, was sie sich nur vornimmt. Und einfach diesen Background, diesen sicheren von der Familie hat. Mhm. Und das war definitiv nicht der Fall. Also, ja, auf gar keinen Fall. Ja, ja. Okay, das war so der Status quo, als wir uns dann begegnet sind, ne, Ende letzten Jahres. Und dann hast du so Lichtblicke gesehen, okay, da scheint es ja doch noch was zu geben. Nochmal mein Leben als freiheitsliebender Mensch selbst in die Hand zu nehmen, nochmal in die Selbstständigkeit durchzustarten und da was draus zu machen. Und dann haben wir Klarheit geschaffen, was wirklich dein Ding ist. Das verraten wir euch auch gleich gerne. Was waren so deine ersten Erkenntnisse und Schritte dann so am Anfang von unserer Zusammenarbeit, Bianca? Ja, ich bin ja durch den Zufall, den es ja nicht gibt, wie wir wissen, auf deine Gruppe gestoßen. Und das hat mich sofort angesprochen, dieses Thema, weil ich mir dachte, wow, cool, da ist jetzt jemand, der genau, das hat mich so angetriggert. Und da ist jetzt jemand, der kann mir dabei helfen, dass ich da jetzt eben wieder rauskomme. Und bin dann in deine Gruppe gekommen, habe mich dann auch relativ schnell zum Klarheitsgespräch angemeldet. Und da haben wir dann in weiterer Folge eben meinen Seelenplan daraus kreiert. Das Spannende oder generell jetzt nicht nur so sehr auch von der ersten Phase, aber die Dinge, die mir ganz am Anfang auch wahnsinnig geholfen haben, das war einfach zu lernen, dass alles, dem ich Aufmerksamkeit schenke, Energie bekommt und wächst. Und wenn ich mich jetzt den ganzen Tag mit diesen negativen Gedanken aufhalte und mit dieser Frustration aufhalte, dann wird die natürlich auch immer größer. Ja. Also das war so ein Schlüsselerlebnis für mich, dass ich einfach nur meine Aufmerksamkeit schwenken muss, meinen Fokus schwenken muss und dann kommen automatisch auch schon andere Dinge in mein Leben. Das war wahnsinnig beeindruckend für mich. Oder auch die Tatsache, dass ich in jeder Sekunde selbst mir mein Leben erschaffen kann, so wie ich das haben möchte. Ja. Weil gerade wenn man in dieser Situation ist, wo man das Gefühl hat, okay, ich bin ausgeliefert, ich bin einfach in meinem Leben ein paar Mal falsch abgebogen, das ist jetzt das Resultat und damit muss ich jetzt leben. Ja. Und dann eben so herauszufinden in kleinen Schritten, nein, das stimmt gar nicht. Also ich kann das alles selber entscheiden und ich kann mir mein Leben tatsächlich so gestalten, wie ich es haben möchte. Und das war wahnsinnig, oder ist es nach wie vor, weil ich lerne jeden Tag weiter. Aber gerade am Anfang waren das so diese Schlüsselmomente für mich. Ja. Absolut. Ja, und es ist so hilfreich, wenn man mal so bewusster wird und sich selbst auch tagsüber da beobachten kann und merkt, oh stopp, ich bin ja mal wieder gerade in der Versuchung, in die Richtung abzubiegen, da geht es ja weiter. Und dann eben so auf Fingerschnipp quasi nochmal Richtungskorrektur, durchatmen, ne? Das ist genau, so sehr toll. Genau. Ja. Okay. Genau. Gut. Und dann haben wir nochmal näher hingeschaut, was denn wirklich dein Ding ist. Und das sah dann zunächst mal ein bisschen anders aus, als vorher vielleicht noch so
vom Kopf her eine Denke da war. Magst du es uns jetzt verraten, wie das dann so weiterging? Ja, klar, gerne. Ja, es ging dann eben weiter, dass wir zusammen meinen Seelenplan entdeckt haben. Und es gab ja in meinem Leben immer zwei Konstanten. Also das waren auf der einen Seite die Sprachen, die ich ja studiert habe, und auf der anderen Seite die Pferde. Und es war immer, also die große Konstante oder das, was die beiden Dinge verbindet, ist die Kommunikation. Also wie kann ich sprechen mit Menschen, die meine Sprache nicht sprechen, oder mit einem Tier, das meine Sprache nicht spricht. Und da haben wir dann eben rausgefunden, okay, es sind doch mehr noch als die Sprachen, die Pferde, die eben meine Aufgabe sind, die ich mir für mein Leben ausgesucht habe. Ja. Und darauf aufbauend haben wir dann alles weitere entwickelt, genau. Ja, und das fand ich so, so spannend, diese Komponente zu finden, dass genau das das Ding ist, was dich eigentlich ausmacht. Und da bist du ja jetzt so erfolgsmäßig unterwegs. Erzähl. Ja. Es ist eine eigene Gruppe entstanden, die sich ständig füllt und. Ich gebe da gerne nochmal das Wort an dich ab, Bianca. Ja, also es ist daraus wirklich wahnsinnig viel entstanden schon jetzt in der kurzen Zeit, weil letztendlich kennen wir uns jetzt ungefähr ein halbes Jahr, glaube ich. Und ja, nachdem ich meinen Seelenplan entdecken durfte mit der Irmgard, ist es dann weitergegangen, dass wir eben Step by Step die verschiedenen Module aufgebaut haben, das Programm aufgebaut haben, meine Facebook-Gruppe, so lernst du die Sprache deines Pferdes. Eben auch dieses Sprachenthema wieder, das mich da einfach immer irrsinnig fasziniert. Und ja, da habe ich dann eben meine Gruppe gegründet. Wir haben mittlerweile Pi mal Daumen 260 Mitglieder. Und ja, und da gebe ich halt mein Wissen preis, auch das Programm für all jene, die über die Gruppe hinaus noch mehr über die Pferdesprache wissen möchten, die können gerne in mein Programm kommen, und da mache ich eben auch gerade meine ersten Schritte, verkaufe meine ersten Programme und bin natürlich super happy damit, bin wahnsinnig glücklich, wie ich auch sehe, wie sich die Beziehung verändert zwischen den Pferden und den Besitzern, also dass man da auch Teil davon sein darf. Das ist einfach so genial, wie man sieht, okay, wie verändert sich das alles? Ja, das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Ja, ganz genau, ganz genau. Also es gibt eine Facebook-Gruppe. Magst du es nochmal sagen? Ja, also es gibt die Facebook-Gruppe, die heißt So lernst du die Sprache deines Pferdes. Mhm. Und da geht es eben um geballtes Pferdewissen und eben so praktische Alltagstipps und dergleichen. Ja. Also diejenigen, die Pferdeliebhaber, die Pferde haben, die mit Pferden arbeiten, die dürfen sich jetzt ganz herzlich eingeladen fühlen, da in deine Gruppe zu kommen. Und wir werden auch nachher den Link unter das Video setzen, sodass ihr es da einfacher habt. Ihr könnt natürlich auch auf Facebook suchen, aber jetzt bitte hier erstmal dabei bleiben und dann anschließend Beitrittsfrage zu der Gruppe zu Bianca, und dann seid ihr da wunderbar auch bei Bianca aufgehoben in der Richtung. Das ist so, so spannend, und wie du es eben ja auch schon gesagt hast, da kann sich so viel auch ändern, auch im Hinblick mit der Kommunikation mit dem Pferd, und so viele Synergien können da freigesetzt werden. Ne? Ja, du hast völlig recht. Sehr, sehr schön. Bianca, was hat sich denn da jetzt alles für dich geändert, seit du diese Klarheit hast, seit du mit so einer Freude da auch und so einer Nachfrage auch mit deiner Gruppe unterwegs bist, dein Programm steht, die ersten Kunden sind da. Was hat sich da alles für dich geändert? Puh, wo fange ich an? Wo fange ich jetzt an? Es ist einfach... ich glaube, am besten zusammenfassen kann man so, dass man sagt, es ist einfach Leichtigkeit und Freude in das Leben zurückgekommen. Mhm. Dass ich jetzt ein klares Ziel habe, auf das ich hinarbeite, aber das ist nichts, das irgendwie schwerfällt, sondern das so fließt einfach. Das geht ganz, ganz leicht, und ich stehe morgens auf und freue mich darauf, und es ist den ganzen Tag auch in meinem Kopf, was kann ich heute
für meine Gruppe tun. Ich beobachte natürlich auch meine Pferde ganz anders. Ich arbeite selber jetzt. Also es hat sich auch in der Arbeit mit meinen eigenen Pferden einiges verändert, weil die, gerade die Pferde sind ja so sensibel auf Energien und die spüren natürlich auch wahnsinnig viele Dinge. Und wenn man da im Einklang mit sich selber ist und auf die Pferde zugeht, dann sind die Resultate natürlich auch ganz andere. Und ja, also es ist einfach Lebensfreude. Ich habe natürlich auch jetzt mit dem Hof, mit Familie, mit großem Haus und so, ich habe nach wie vor viele Dinge zu tun und mein Tagesablauf ist klarerweise nach wie vor sehr, sehr voll, aber es ist, ich mache das alles mit Freude, weil ich eben dieses Ziel vor Augen habe und genau weiß, wo ich hin will und so viele Dinge tun darf, jeden Tag, die mir Spaß machen, jeden Tag so viel Neues lernen darf und dieses Gefühl des Ausgeliefertseins nicht mehr vorhanden ist. Es ist weg. Mhm. Ja, wow. Ich habe einfach immer das Gefühl, ich kann selber gestalten und das ist so befreiend. Das beflügelt, das inspiriert, das befreit unglaublich. Ja. Ja. Ja, und das ist dann letzten Endes auch das, was Kraft und Energie schenkt, trotz gefülltem Tag, der ja jetzt nun mal noch so ist. Du bist ja auf einem anderen Weg. Es darf ja jetzt auch in der Zukunft noch leichter und einfacher werden, wenn dann noch Unterstützung dazu kommt und, und. Das ist ja jetzt alles erst der Anfang. Genau. Dann wuppt man so einen Tag viel, viel leichter und einfacher und geht abends mit einem Lächeln auf dem Gesicht zu Bett und definitiv. Also definitiv, es ist einfach ganz was anderes, weil dieser, wie du es auch gesagt hast, also man bekommt plötzlich Energie von den Dingen und ich glaube, ich könnte jetzt das Doppelte davon erledigen, was ich vorher den ganzen lieben langen Tag gemacht habe, einfach weil ich selber viel mehr Energie habe, ja. weil ich nicht das Gefühl habe, ich bin pausenlos ausgelaugt und es ist alles schon mühsam und jeder Handgriff ist anstrengend, sondern weil ich einfach da mit Energie reinsause. Ich erledige auch Dinge, die ich vorher genauso erledigt habe, in kürzerer Zeit, weil da einfach Power dahinter ist und Kraft dahinter ist. Und das kann man nicht vergleichen mit vorher. Ja. Ja. So schöne, ganz andere Lebensqualität. Ne? Genau. Okay. Und im Hinblick auf eure Tochter, im Hinblick auf die Familie, hat sich da auch was geändert? Ja. Definitiv. Also da ist jetzt ein riesengroßer Unterschied drinnen. Ich nehme mir auch ganz bewusst meine Qualitätszeiten jetzt raus. Mhm. Ich bin, glaube ich, ich kann das jetzt mal so sagen, weil keiner da ist, aber ich glaube, ich bin eine viel angenehmere Mutter und Ehefrau mittlerweile. Ich übertrage auch viele Dinge auf meine Familie. Und die gehen da einfach mit dieser Energie auch. Also gerade mein Mann ist ja ein absoluter Realist, wo ich mir nie von ihm erwartet hätte, dass er auf ein Programm anspricht, so wie es ich jetzt gemacht habe, mit Meditieren und mit allem drumherum, diese Energiearbeit auch, die ich immer geliebt habe, aber wo ich auch immer ein bisschen zögerlich war, wie viel ich darüber mit ihm auch reden kann, weil ich wusste, wie realistisch er ist und er springt darauf aber total an, also es gefällt ihm, er sieht, dass es mir gut geht und er unterstützt mich da auch voll und ganz, er ist da gerade bei den Videos, die ich machen darf fürs Programm und für die Gruppe, mein Kameramann und, ja. Und mein Begleiter. Und klar, meine Tochter genau das Gleiche. Also die spürt einfach, dass ich in einer völlig anderen Energie bin. Und die geht da voll mit. Die sagt auch täglich zu mir, und Mama, machst du heute wieder ein Video für die Pferdegruppe? Und wie geht's in der Pferdeschule? Und ja, es ist super. Die lebt da total mit einfach jetzt. Ja, man könnte auch sagen, man hat die rosa-rote Brille wieder auf im Hinblick auf die Partnerschaft, ne? Klar, absolut, ja. Das ist definitiv etwas, was sich bei uns auch geändert hat und deshalb fällt mir dieser Begriff rosa-rote Brille jetzt ein, weil wir da auch miteinander immer so scherzen. Und bei mir war das auch mal genauso wie bei dir. Ich bin auch erst mal vorgegangen, weil mein Mann von diesen Dingen auch nichts wissen wollte. Und dann hat er aber gemerkt, da tut sich irgendwas. Die kommt irgendwie in eine andere Energie. Die steht auch irgendwie morgens früher auf und so was macht die da nur. Ist irgendwie was anderes.
Und ich war vorher auch so missionarisch dann unterwegs und Schatz, mach's doch mal und muss doch mal mitmachen und. Aber wie du ja auch die Erfahrung gemacht hast, das kommt einfach nicht gut an. Und wenn wir Frauen dann aber vorgehen und die Männer merken, da ändert sich was, dann sind die ganz schnell mit im Boot, mal so nebenbei hier, Geheimtipp. Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt absolut. Ja. Also, und mein Mann hatte dann auch irgendwann mal gefragt, was machst du da, darf ich da mitmachen? Ne? Und das ist genauso bei dir jetzt schon der Fall. Ne? So, ja, okay, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den Tag erleben darf, wo ich ihn beim Meditieren sehen werde, aber das Spannende ist, dass er ist ja selbst Hundetrainer, und er merkt jetzt, wie viel er an Spiritualität und Wissen über Energien, wie viel er eigentlich schon mitbringt und dass er das sein Leben lang schon so macht, in Wahrheit. Ja. Und er macht es einfach auf eine andere Art. Ich glaube, Männer haben da einen anderen Zugang als wir Frauen. Ja. Aber letztendlich tut er das Gleiche. Ja. Wer weiß, was da noch alles entsteht. Ja. An weiteren beruflichen Feldern, auch für euch zusammen oder was dein Mann da auch noch zusätzlich durch dich auf die Beine stellt, das ist ja alles erst der Anfang. Und wenn man sich auf diesen Weg begibt, da sind ja nach oben nie Grenzen gesetzt. Genau, genau. Was wir jetzt auch noch gar nicht so für möglich halten, nur alleine, der Weg ist das Ziel und wie du vorhin so schön gesagt hast, mit der wichtigste Aspekt, allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und wenn man da merkt, oh, da kommt ja noch was und ich fange an, diesen Dingen auch noch Aufmerksamkeit zu schenken. Was kann da alles noch an Großartigem entstehen? Ne? Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das, was du eigentlich schon instinktiv spürst, dass das hier wirklich alles so der Anfang ist, dass da noch großartige Dinge auf euch warten und auch das jetzt, wo du noch so ganz viel im Tag auch noch reinpackst, aber mit einer anderen Freude, mit einer anderen Energie, weil es fließt, dass du, glaube ich, instinktiv spürst, das ist jetzt nur mal noch so ein Zwischenschritt, bis ich mir noch mehr Hilfe holen kann, wo da noch eine Unterstützung da ist und das ein und andere auch im Alltag noch viel, viel leichter werden kann. Ne? Das glaube ich auch auf jeden Fall, klar. Ja. Ja, allein schon durch die Tatsache, dass ich jetzt ja noch meinen Teilzeitjob weiterverfolge fürs Erste und allein schon diese Tatsache darauf, bin ich natürlich auch fokussiert. Das ändert natürlich den Tagesablauf dann auch völlig. Und diese Dinge, also die sind alle, und das sind ja Schritte, die nicht jetzt in meinem Fokus, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das ist ja nichts, wo ich glaube, das passiert in 10 Jahren, sondern das ist greifbar. Und die Dinge, die dann noch kommen, auf die ich mich ja noch gar nicht fokussiert habe, weil ich noch gar nicht weiß, dass die überhaupt möglich sind, kommt ja dann alles Step by Step und da ergibt ja das eine das andere. Und das ist so genial einfach, dass, ja, da finde ich keine Worte dafür. Wunderbar, sehr, sehr schön. Also du blickst mit freudig strahlenden Augen quasi in die Zukunft, in das Morgen, in das Übermorgen, weißt ganz genau, großartige Dinge sind da vorbereitet im Feld. Sie sind greifbar und Schritt für Schritt wird das eine das andere ergeben. Genau so ist es. Ja. Sehr, sehr schön. Liebe Bianca, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ihr Lieben, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, Bianca postet den Link zur Gruppe anschließend jetzt noch ins Kommentarfeld rein. Geht gerne auch in die Gruppe zu Bianca, wenn ihr da Thema Kommunikation mit Pferden habt und euer Pferd besser verstehen möchtet. Da gibt es wunderbare Möglichkeiten, da Dinge zu verändern, die jetzt vielleicht in deinem Bewusstsein noch gar nicht sind. Fühlt euch da wirklich eingeladen. Und Bianca hat ja ebenso von dem Zirkusnetz gesprochen, wo du dich so aufgehoben gefühlt hast bei mir. Hast du so als Zirkusnetz von der Begleitung her betitelt, diesen Namen fand ich so toll. Und wenn du dich, liebe Zuhörerin oder Zuhörer, da jetzt auch angesprochen fühlst und sagst, ja, ich würde mich auch da gerne mal begleiten lassen, würde erstmal im ersten Schritt mal gerne hingucken, was ist denn so der Knoten, wo kann ich denn jetzt Klarheit haben, was ist mein Ding? Und anhand von Bianca siehst du ja, das schaut anschließend ganz anders aus unter Umständen, als man sich das vorgestellt hat, zunächst mal. Und wenn das dann,
Und das ist das, was dich ja auch jetzt auszeichnet. Du hast jetzt dein Ding gefunden, was wirklich dir entspricht, hast das, was du schon mitgebracht hast, im Hinblick auf die Sprache, auf eine andere Art und Weise damit reingepackt. Und das ist dann so das Erfolgsgeheimnis, warum es dann wirklich auch funktioniert. Das ist der Erfolg im Sinne von dem, was erfolgt. Erfolgt quasi. Ja, ja. Ja, kleines Wortspiel. Und dann funzt es, dann funktioniert es. Wenn man dann noch ein bisschen am Mindset arbeitet und auch sich erlaubt, entsprechend auch Geldenergie, das gehört nun mal auch dazu, ins Leben fließen zu lassen, damit man sich das Leben dann auch so gestalten kann, wie man es wirklich möchte, dann ist man so richtig angekommen und dann ist alles möglich. Ne? Das ist so die Unterstützung, von der ich eben auch gesprochen habe. Das ist jetzt nur mal noch so ein Übergangsschritt in deinem Leben, was jetzt schon leicht fließt, wo aber noch großartige Dinge entstehen dürfen. Und wer weiß, was wir da alles noch von dir und deiner wunderbaren Familie auch hören, was da noch alles entsteht. Wer weiß. Genau. Also ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch mal eine kleine Schleife gemacht. Ich poste euch auch den Link zu meinem Online-Terminkalender gerne rein. Wenn du dich da angesprochen fühlst und auch mal hinschauen willst, ich nehme da gerne eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, wo wir einfach Klarheit schaffen, wo stehst du jetzt, wo würdest du gerne hinkommen, welche Knoten gilt es da zu lösen. Und ja, kostenfrei natürlich, lass uns da einfach mal hinschauen und schau einfach im Kalender, ob da noch ein Termin für dich frei ist. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dich dann in ein Formular einzutragen. Dann bekommst du einen Anruf von jemandem aus meinem Team und dann vereinbaren wir da gerne einen individuellen Termin. Okay, ihr Lieben, danke für euer Dabeisein, für euer Interesse. Liebe Bianca, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. War schön, hier sein zu dürfen, wirklich. Habe ich sehr genossen. Ja, ich auch. Hat viel Freude gemacht, mit dir das Gespräch zu führen. Und ich glaube, da werden wir auch irgendwann nochmal eins draufsetzen können und nochmal weiter von dir hören, dass du nochmal weiter hier berichtest. Ja, so hoffe ich, gerne. Ihr Lieben, ganz liebe Umarmung, habt einen wunderbaren Abend noch und danke für euer Dabeisein, fürs Interesse. Wir sehen uns. Bis dahin, das war die Irmgard und die Bianca. Dankeschön, schönen Abend, tschüss. Ciao.